Das 17:30 Sat.1 Bayern Landtagswahlduell. Hubert Aiwanger, Freie Wähler, gegen Ludwig Hartmann, Grüne. Es gibt immer mehr zu viel Beton und zu wenig Natur. Wir verbrauchen gerade 10 Hektar am Tag. Wir wollen runter auf höchstens 5 Hektar. Das heißt, den Ist-Zustand halbieren. Und da sage ich immer jedem, einmal durchs Gewerbegebiet zu fahren, sich anschauen, was allein Parkplätze sind. Wenn da in Zukunft Tiefgaragen oder Parkdecks wären, wenn der Baumarkt 2 Stockwerke hat, da komme ich mit einem Drittel der Fläche aus und habe das gleiche Angebot. Beispiel Tirschenreuth hat mir der Landrat vor kurzem gesagt, sie haben viel sanierungsbedürftigen Wohnraum, der leer steht, weil die Mieten so niedrig sind, dass sich das Sanieren dort gar nicht rentiert. Es ist immer einfach, auf der grünen Wiese in Bayern zu bauen, genau, im Ort was zu sanieren. Genau, um das aber in den Griff zu kriegen, muss ich doch das Bauen im Außenbereich gesetzlich begrenzen, ja, also eindämmen, um den Innenbereich zu stärken. Ich halte gar nichts davon, Steuergelder dafür auszugeben, um gegen eine Entwicklung anzusubventionieren, die ich im Außenbereich selber geschaffen habe. Anreize zu geben. Ja, Anreize kann man vielleicht der ein oder andere machen, aber vorher muss die Entwicklung im Außenbereich eingedämmt werden. Ich gebe dir recht, es ist hier vieles in die falsche Richtung gelaufen. Wir erleben gerade in Bayern das größte Artensterben seit den Dinosauriern. Das muss man so deutlich sagen. Und da steht es wirklich kurz vor 12, Wegfall der Bestäubung durch die Bienenleistung oder auch Schmetterlinge ist katastrophal für die Landwirtschaft. Und wir wissen aber auch, dass eigentlich das größte Artensterben in den Agrargebieten in Bayern stattfindet. Und ich habe auch nie einen Landwirt kennengelernt, der in der Früh aufsteht und sagt, heute vergifte ich meine Felder. Also der ist eher getrieben in ein System, wachsen oder weichen. Und da bin ich fest überzeugt, mit den richtigen Vorgaben, mit der richtigen Förderung, können wir den Einsatz der Ackergifte halbieren. Langfristig brauchen wir eine giftfreie Landwirtschaft für Bayern, wenn wir wirklich den Schutz unserer Böden, Wasser und die Artenvielfalt wirklich nicht nur halten, sondern zurückgewinnen wollen. Das ist sicherlich auch im Interesse von Herrn Aiwanger. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und Ludwig Hartmann von den Grünen, für diese faire Diskussion.